Nächste Rednerin, Anna Blatnik, SPÖ Kärnten. Herr Präsident, Gospod Präsident, Herr Bundesminister, Gospod Svesny Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, drage Kollegice in Kollegi. Ich möchte bei diesem Gesetz vor allem auf den frauenpolitischen Aspekt eingehen, weil dieses Gesetz eine Maßnahme für den Gewaltschutz und auch für Gewaltverhinderung mit sich bringt. Und ich möchte vorweg erwähnen, dass ich jedem und jeder, die oder der Gewalt ausübt, die rote Karte gebe. Weil Gewalt heißt ein Verstoß der Menschenrechte und Gewalt ist strafbar. Und ich bin sehr froh, dass ab 01.01.2016 von der damaligen Bundesministerin Gabi Heinisch-Hossek sexuelle Gewalt strafbar ab 01.01. strafbar ist. Es ist sicherlich absolut nicht romantisch zu wissen, und jede Statistik belegt das, dass fast jede fünfte Frau in ihrem Leben mit Gewalt zu tun hat. Und Gewalt, sexuelle Gewalt, ist auf keinen Fall eine Privatsache der Frauen und überhaupt kein Kavaliersdelikt. Und Gewalt kann durch keine Tradition und durch überhaupt keinen anderen Grund akzeptiert werden. Es gehört bestraft und es muss geahndet werden. Was bringt dieses Gesetz? Wie schon gesagt, dieses Gesetz bringt einen Ausbau im Bereich des Gewaltschutzes und der Gewaltverhinderung. Es geht hier um eine Ausweitung der Betreuungsverbote. Künftig kann ein Betreuungsverbot zugunsten unmündiger Personen über Ort wie zum Beispiel Schule, Kindergarten oder andere Orte erlassen werden, auch wenn kein Betreuungsverbot über die Wohnung besteht. Bisher war das alles gekoppelt. Konkret heißt es, dass bisher bis dato Frauen, die in Schutzeinrichtungen oder zum Beispiel in Frauenhäusern gelebt haben, diesem Betreuungsverbot praktisch das nicht bekommen haben können, weil es immer an eine Wohnung gekoppelt worden ist. Der zweite Punkt, was für mich auch sehr wichtig ist, ist, dass ein Fokus auf die Täterarbeit gelegt wird, und zwar präventiv. Bei Fällen von sexueller Belästigung, etwa im öffentlichen Raum oder häuslicher Gewalt, wird der Täter bzw. Gefährder zu einer Rechtsbelehrung bei der Exekutive verpflichtet. Bis jetzt war es so, dass es auf freiwilliger Basis war. Jetzt wird es zur Pflicht. Liebe Kollegen und Kolleginnen, Gewalt, sexuelle Gewalt, ist leider im 21. Jahrhundert noch immer Tabuthema. Und ich möchte das, was heute unser Herr Bundesratspräsident erwähnt hat, Courage zum Schwerpunkt gemacht hat. Schauen wir nicht weg. Schauen wir hin. Ich appelliere an unsere Courage. Weil Gewalt heißt Verletzung von Menschenrechten und es wird dabei auch der österreichischen Rechtsordnung widersprochen. Es wurde viel schon getan, das muss man sagen. Und was Gewaltschutz betrifft, hat Österreich eine internationale Vorreiterrolle. Ich möchte erwähnen, vielleicht das erste und zweite Gewaltenschutzgesetz. Ich möchte erwähnen, 2006 das Anti-Stalking-Gesetz. Ich möchte noch einmal erwähnen, 2016 sexuelle Gewalt ist strafbar. Und gerade dieses Gesetz ist wieder eine weitere Maßnahme, um Maßnahmen für Gewaltschutz zu machen, auch gesetzlich festzuschreiben. Ich möchte aber auf einen Punkt noch hinweisen, was auch unser Herr Bundesratspräsident heute in der Früh getan hat. In dem Fall sind Gesetze alleine zu wenig. Ich appelliere auch auf unsere Bewusstseinsbildung. Deswegen noch einmal, sind wir uns dessen bewusst, dass Wegschauen eine Menschenrechtsverletzung ist und strafbar ist. Danke, Walla Lepa, Temu Sakunu, Womo Seveda Privolili, Kerse.
kar se tiče ženske problematike, to velika izboljšava. Hvala lepa. Anna Blattnick von der SPÖ Kärnten hebt in ihrer Rede im Bundesrat die frauenpolitischen Aspekte der Präventionsnovelle hervor.